Ein Kind sieht den Mörder seiner Mutter. Keine Spur von Gegenwehr, Doktor? Hm? Nein, nichts. Achten Sie bei der Autopsie auf Hinweise auf ein Sexualverbrechen. Das Opfer wurde erst bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und dann mit einem Seidenschal erdrosselt. Der Mörder mit dem Seidenschal. Eine Welt bricht zusammen. Ein Kind wird zum ersten Mal in die raue Wirklichkeit gestoßen. Der Mann, den Sie suchen müssen, ist jetzt mit Frau Specht im Café Albenhof. Na servus, du hast aber die Ruhe weg. Brennen deine Socken noch nicht? Außenseiter der Gesellschaft treiben ihr exakt berechnetes Spiel und fordern den höchsten Einsatz der Polizei heraus. Ich brauche unbedingt Gendarmerie Porsche zur Weiterverfolgung. Porsche bereits unterwegs zur Floridsdorfer Straße. Erwartet Fluchtwagen an der Auffahrt zur Brücke. Ich weiß, was ich mache. In dem alten Bunker findet mich keiner. Und dann haben sie es ein bisschen umgebracht. Weil sie das in ihnen aufgespeicherte Muttergefühl auf eine perverse Art loswerden wollten, was? Bumm. Bringen Sie mich nicht auf neue Ideen. Bisher war ich sexuell ganz normal veranlagt. Liebst du mich? Ob ich so viel Geld habe, das weiß ich nicht. Oh, es wäre nur für ein paar Tage, bis der Fürst des Mordes überführt ist. Tage und Nächte. Irrwege durch die Winkel einer Großstadt. Du kannst von mir haben, was du willst. Wir wissen sogar, dass sie sehr viel verdient hat. Und wir vermuten einen Zusammenhang mit dem Mord. Wollte es in ein Geschäft stecken. Mehr weiß ich auch nicht. Ihre Behauptung über das Geld der Ermordeten bringt einen vollkommen neuen Gesichtspunkt in die Sache. Sie sind doch Spieler. Können Sie Ihre Karten nicht so stecken, dass Sie sich vom Mordverdacht befreien, damit wir Sie laufen lassen können? Eins verspreche ich Ihnen, Herr Kommissar. Wenn Sie sich das Herz nehmen und mich freilassen, haben Sie morgen Ihren Mörder. Auf der Spur des Mörders und zugleich vom Mörder verfolgt. Kleiner Spaziergang gefällig, Herr Baron? Fürst sind in Gebelaune. Ich denke, du sitzt. Wenn du dich jetzt umdrehst, brauche ich nur laut deinen Namen zu nennen, dann sitzt du. Du hast recht. Waldemar Fürst will jetzt alles auf dich abschieben. Das habe ich gewusst, dieser Gauner. Groß und breit steht da, das Mädchen hat den Mörder seiner Mutter gesehen. Wissen Sie, was das bedeutet? Das Todesurteil für das Mädchen. Ein Mädchen in den Fesseln der Angst.